Wenn Deutsche für einen Österreicher aufstehen. Na, keine Angst, ich strebe keinerlei politisches Amt in Deutschland an. Aus dem Schlamassel müsst ihr selber rauskommen. Es ist wirklich wahr, ich bin tätowiert, ich sag's auch nochmal vorneweg, es ist kein Ed Hardy-T-Shirt. Na, ich möchte eins loswerden und zwar, ich liebe die Frauen, ich verehre die Frauen und ja sogar, ich beneide die Frauen. Also jetzt nicht nur, weil ihr den ganzen Tag mit euren Brüsten spielen könnt. Ich muss ja da immer erst fragen. Nein, weil Frauen einfach so wahnsinnig viel besser mit Liebesleid umgehen können. Na? Also erstens mal, Frauen leiden niemals alleine, also immer in Solidaritätsgemeinschaften mindestens zu 9 bei Rotwein und Kakao, in Bagdad wird daraus Bomben gemischt. Na? Und außerdem teilen sich Frauen das Leiden viel besser ein. Frauen leiden in Phasen. Ne? Da kommt als erstes die Heulphase, dann kommt die Lästerphase, dann kommt die Chipsphase, dann kommt die Diätphase, dann kommt wahlweise die Sex in the City, Desperate Housewives, Ellie McBeal Rerun Phase, dann kommt der Sasa-Tanzkurs, die neue Frisur und der neue Freund. Pff, und das alles in einer Woche. Meine Frauen sind schon bei der x-ten Wiederholung von Ellie McBeal, da treibe ich mich noch mit Maria Kron rum. Aber Jungs sind natürlich auch mit Strategien gewappnet, mit Liebeskummer umzugehen. Genau 3. Trinken, saufen und um die Häuser ziehen. Was praktisch ist, weil du brauchst nicht arg viel dafür. Leichtes Gepäck, Geld, Schlüssel, Penis. Wobei, ganz ehrlich, den kannst du getrost zu Hause lassen, ganz entspannt, wenn du mit deinen Kumpels ausgehst, weil, ganz ehrlich, je mehr du trinkst die Nacht über, desto wahrscheinlicher ist es, dass er eh nur noch zum Bieseln verwendet wird. Und außerdem ist so eine angetrunkene Männerrunde wirkt auf paarungswillige Weibchen absolut unattraktiv. Ab dem Punkt, wo du als Mann einen orangefarbenen Jägermeisterhut aufhast, bist du vom sexuellen Wettbewerb ausgeschlossen, okay? Ich meine, fairerweise muss ich sagen, Jungs sind natürlich schon fähig, zu ihren erotischen wie emotionalen innersten Wünschen zu stehen. Ab 1,8 Promille klingt das dann so. Matthias, junger Freund, ich muss dir was verraten. Das weiß noch keiner. Pamela Anderson, oder? Kennst du, oder? Pamela Anderson, solche Glocken. Pamela Anderson, weißt du was? Der will ich mir gerne so richtig besorgen. Ich hab gesagt, Thorsten, mein Freund. Ich weiß nicht, wie es dir sagen soll, aber ich glaube, darauf hat Pamela auch die ganze Zeit schon gewartet. Die liegt todsicher jetzt, trotz Zeitverschiebung in ihrem Bett in Malibu Beach, denkt sich so, boah, ist mir fad, was auch nicht so recht, fühle mich so unausgefühlt, spreche schon mit österreichischem Akzent. Wünschte der Thorsten Fischer aus Köln-Nippes, würde mich mal so richtig rannehmen. Ja, und was machst du, wenn sie ja sagt? Wenn es tatsächlich so eine transzendentale Wunscherfüllungsmaschine geben würde? Verstehst du? 3 Uhr morgens, Stammkneipe, Tür geht auf, Pamela kommt rein. Servus Thorsten, Hose runter, rein ins Körbchen, popp mich. Oh Pamela, mal ganz ehrlich, so unter Druck kann ich nicht. Ja. Ich merk's an der Reaktion, da klatschen nur die Frauen und die Männer mit Selbstvertrauen. Weil es ist eine unangenehme Wahrheit, Herrst, ne? Burschen, weil manchmal werden unsere rhetorisch diamantharten Familienjuwelen plötzlich zu dem, was sie tatsächlich sind. Familienporzellan. Leicht zerbrechlich. Ach, dein Penis ist ja ganz süß für seine Größe. Klirr. Du hast schon einen stehen. Klirr. Der Penis von meinem Ex-Freund. Klirr. Aus Kenia. Kradonk. Das
Ja, das kannst du nicht mehr kleben. Und dann ist das Irrsinnige, es gibt männliche Psychologen, pass auf, in freudianischer Tradition, die behaupten, Frauen hätten Penisneid. Frauen haben keinen Penisneid. Haben Sie Penisneid? Nein. Frauen würden sich so einen Stress mit so einem temperaturempfindlichen, unzuverlässigen Geraffel überhaupt nicht antun. Na? Wie groß ist er? Weiß ich nicht. Hängt vom Wetter ab. Na? Frag an Kachelmann, nach der Tagesschau wissen wir mehr. Na? Na, ich meine, deswegen kompensieren wir Männer das auch die ganze Zeit, verstehst du? Deswegen wird so die ganze Zeit so rumgeschraubt an den Autos, die Computer werden abgegradet, es ist alles nur Übersprungsreaktion. Ne? Wenn wir Männer unseren Penis abnehmen könnten und ihn raus in die Werkstatt geben, zur Generalüberholung, wir würden es tun. Und es würde definitiv eine Serie auf D-Max oder auf RTL 2 kommen. Die Penisschrauber. Pimmel! Ja. Ich weiß, es sitzt jetzt immer irgendjemand im Publikum, entweder da hinten oder ganz da vorne, die so schauen so, was erzählst du mir von Penisneid? Bei mir hat sich noch keiner beschwert. Bei dir ganz sicher nicht. Aber bei all ihren Freundinnen. Herzlichen Dank. Power to the people.